So, meine Lieben, willkommen zurück zu meinem kleinen Technikkanal. Bisher musste ich, so wie jetzt gerade eingeblendet, laden. Aber das hat heute ein Ende gefunden, denn ich habe mir von Armegat, wie auch immer das ausgesprochen wird, Qi2 Magnetic Fast Wireless Charging Station gekauft. So sieht das Ganze aus. Ich halte es jetzt mal so ein bisschen ins Licht. Jetzt habe ich gerade magere Beleuchtung hier. Für die Apple Watch, also 3 in 1, ne? Apple Watch, denn die AirPods Pro, wie auch immer. Und natürlich das iPhone selbst, ich habe es schon ausgepackt. Wir tauschen jetzt also das gegen das. So, jetzt machen wir ein ganz schnelles Unboxing von diesem Teil. Gucken wir mal. Und na, komm, schon, komm, 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 komm. So, das stellen wir mal hier in den Hintergrund, damit wir wissen, worum es geht. So sieht das Ganze aus. Jawohl, lecker Schmecker, Kuchenbäcker, wie meine Tochter sagen würde. Bestimmt ein Kabel. Hier ist das Teil drin. Okay. Es scheint, als ob da nichts mehr drin ist. Ja, Papiere lassen wir mal weg. Ich tue das jetzt mal zur Seite. So. Charger-Kabel. Okay. Das machen wir hier mal auf. Okay. USB-C-Kabel und der Stecker. Und wieder irgendein leckeres Büchlein. Bedienungsanleitung, wie man das Kabel reinsteckt. Mhm. Welcome to America. So, packen wir mal ein. Nee. So, da ist es auch schon. Hier haben wir noch Aufkleber. Die ziehen wir mal ab, damit es auch hübsch wird. Hier haben wir auch einen Aufkleber. Zack. Da unten haben wir keinen. So. Dann nehmen wir die Apple Watch einfach mal ab. Jetzt einfach mal nur, um zu gucken, wie sieht es denn aus. Zack, wunderbar. Dann kommen hier noch die AirPods Pro. Und naja, ich schließe das mal an und werde das mal schnell abbauen. So sieht das ganze Teil hier aus. Ich zeige jetzt nochmal den ganzen Schreibtisch. Der Schreibtisch ist jetzt gefühlt leer. Es geht nämlich nur noch ein Kabel zur Station. Man kann sehen, das wird geladen. Das Ding, wenn ich es drauflege, wird auch geladen. Da sieht man es jetzt gerade. Das iPhone habe ich jetzt gerade in der Hand. Da muss ich noch was bauen, dass ich euch das zeigen kann. Ich habe schon dran gemacht, das hält wirklich bombenfest. Und ich zeige es mal von der Seite. Man kann auch den Winkel und natürlich kann man das iPhone so drehen. Auch die Apple Watch, die ist super leicht. Ich weiß nicht, ob man es bräuchte, aber ja, das ist alles drehbar. Ne? Ja, das ist gar kein Vergleich. Also das ist ja von der Optik her, kann man nichts sagen. Das verlinke ich euch, es ist jetzt gerade im Angebot für 69 statt 99 Euro. Ich habe das jetzt gerade die ersten ja, paar Sekunden und es gefällt mir ja jetzt schon brutal. So, hier jetzt nochmal zum Zeigen, das ist das iPhone 13 Pro mit ja, MagSafe Case, da zeige ich euch, hält bombenfest, ja, ihr seht es, es wird geladen und jetzt kann ich es nochmal drehen, es ist angewinkelt, kann es auch gerade machen oder wieder hoch, wie ich will und natürlich, klar, man kann es auch drehen, ja, also hält bombenfest und das machen wir jetzt auch, ohne Case. Da seht ihr, das gute Stück ist jetzt hier ohne Case und ja, dann machen wir das einfach mal direkt dran. Zack. Und es wird geladen. Wunderbar. Funktioniert. Hält gut. Wie gesagt, drehen kann man das, wie man will. Also optisch top. Natürlich kann man das auch ganz nach hinten schieben, das Kabel komplett verschwinden lassen und ja, jeder wie es braucht. Aber es ist ein Hingucker zum einen, zum anderen einfach ja, platzsparend und ja, es sieht einfach gut aus. Es sieht einfach gut aus auf dem Tisch im Vergleich zu dem, was vorher war. Das ist einfach genial. Warum ist das genial? 3 in 1 sagt schon alles und es hat nur einen PD Power Delivery Anschluss und die Apple Watch, die dreht sich ja hier drauf, braucht man nicht, aber die Apple Watch hängt ja hier so drauf. Das kann man neigen. Es ist ein Hingucker, weil es einfach nur ein Kabel ist.
wie ich schon gesagt habe, ist es verlinkt in der Beschreibung. Jetzt gerade 69 statt 99 Euro. Ich meine, das sind schon ein paar Bucks. Ne? Ich habe jetzt hier so einen Dirigentenstab jetzt gerade gefunden hier auf meinem Table. Ist wirklich gut. Ist gut, kann man nicht sagen. Wie schnell es laden wird, insbesondere die Apple Watch, schauen wir mal. Aber die Optik ist einfach jetzt auf diesem Schreibtisch. Ich wollte es jetzt weg haben, weil das war ja Katastrophe. So, meine Liebsten, ich will hier auch gar nicht lange schnacken. Das Teil steht ja nur rum, es lädt die Handys, da kannst du auch nicht viel zu sagen. Es ist jetzt, ich habe alles gesagt. Es sieht gut aus, es funktioniert, das habe ich ja schon geprüft. Und damit hat sich die Sache optisch klare Empfehlung. Es ist so schwer, dass es nichts umkippen wird. Also das ist jetzt hier Metall, es ist Aluminium. Sieht hochwertig aus. Das ist wirklich, das ist, ja, das hat schon was. Also ich investiere lieber 69 Euro in sowas, anstatt vielleicht 20, 30 Euro zu sparen. Und nachher ärgert man sich, hier passt was nicht, bla. Schwall, Schwall, Gummiball, lassen wir gleich sein. Einmal richtig, ne, wer billig kauft, kauft zweimal. Gibt es einen Spruch, es trifft nicht immer zu, aber ihr kennt mich ja. Gut, meine Liebsten, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Wojtek.